Bis zur Bundestagswahl Ende September ist es gar nicht mehr lang. Und wir wollen die kommenden Wochen nutzen, um Ihnen die Parteien und die Kandidatin hier in der Lokalzeit ein bisschen genauer vorzustellen. Wir starten heute mit der CDU. Die anderen Parteien, die im Bundestag vertreten sind, die folgen natürlich auch noch. Jetzt aber erstmal zur CDU. Die hat sich im Münsterland in vielen Wahlkreisen neu aufgestellt. Und auffällig ist, die Kandidatinnen und Kandidaten sind deutlich jünger geworden. Keiner älter als 50. Wir haben zwei davon getroffen, darunter Anne König. Die 36-Jährige kommt aus dem Kreis Borken und ist die jüngste Kandidatin. Es ist ein seltener Moment für Anne König. Am frühen Morgen einmal ganz alleine am Pröpstingsee in Borken. Seitdem sie sich entschieden hat, für den Bundestag zu kandidieren, ist die 36-Jährige im Wahlkampfmodus. Nun geht sie im Wahlkreis Borken 2 für die CDU ins Rennen. In der Vergangenheit immer ein sicheres Ticket in den Bundestag. In Berlin will sie für eine Erneuerung antreten. Ja, also erstmal mit meiner Person, dass die CDU sich jünger, weiblicher und digitaler aufstellen möchte. Als Mitglied der Schulleitung, aber auch als Mutter und auch als Vereinsvorsitzende habe ich aus ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen da auch meinen Input, den ich gerne beitragen möchte. Ist sie dafür politisch zu unerfahren? Nein, sagt Anne König. Seit zwei Jahrzehnten sei sie in der CDU, seit vielen Jahren im Borkener Kreistag. Die Diskussion und die konstruktive Suche nach der sinnvollen Lösung, das spornt mich an. Ein weiteres Thema ist hier wichtig, der Klimaschutz. Da laufe im CDU-regierten Kreis Borken schon einiges gut. Wir sind hier ein guter Vorreiter im Münsterland mit 80% erneuerbarer Energien im Bereich Strom, Photovoltaik und Windkraft sind wir hier wirklich gut aufgestellt. Und diese Dynamik aus meiner Region, die möchte ich natürlich auch mitnehmen ins Parlament. Anne König will in Berlin auch für die heimische Landwirtschaft kämpfen. Weil die Lehrerin hier keine Experte ist wie ihr Vorgänger, stand für sie Nachsitzen auf dem Programm. Ich war inzwischen auf knapp 50 Höfen zu Gast und habe wirklich jeden Stall auch von innen gesehen. Die Landwirte sind da unglaublich offen und es ist wirklich auch ein Wunsch da, mehr auch mit dem Verbraucher in Kontakt zu kommen und mit ihm zu reden. Und ich denke, da biete ich den richtigen Ansatz. Da muss noch mehr in Deutschland klar werden, woher kommen unsere Lebensmittel, sollen sie weiterhin aus Deutschland kommen. Und dafür möchte ich mich auch gerne einsetzen, weil wir hier einfach auch die höchsten Produktionsstandards haben. Den konventionellen Landwirten will sie aber nicht zu viel zumuten. Auch deshalb lehnt Anne König eine Koalition mit den Grünen in Berlin ab. Stattdessen am liebsten mit der FDP. Und wenn das nicht reicht? Dann würde ich lieber in die Deutschland-Koalition gehen mit der SPD. Weil? Weil wir jetzt seit vielen Jahren eine große Koalition haben und in dieser Regierung sind auch viele gute Dinge entstanden. Das würde die Opposition wohl nicht unterschreiben. Er aber sicher. Schließlich sitzt Marc Henrichmann aus Havixbeck seit 4 Jahren für die CDU im Bundestag. Und da will der Rechtsanwalt auch bleiben, mit Direktmandat aus dem Kreis Coesfeld. Also wenn man das erste Mal Gesetze sieht, ja, und vielleicht das Juristenherz springt dann gleich vor Freude, wo man sagt, das habe ich gemacht. Und dieses Gefühl, dann wirklich was Konstruktives gemacht zu haben, geschafft zu haben, das war echt ein Erfolg. Ob er in Berlin weitermachen kann, entscheiden die Wähler Ende September. Falls ja, will er sich verstärkt diesen Themen widmen. Klimawohlstand ist ein zentrales Thema, das uns die nächsten Jahrzehnte begleiten wird. Das geht nur durch Innovation. Nur wenn die Welt uns nachahmt, dem deutschen Weg nachahmt, werden wir da Erfolg haben. Ich glaube, Mobilität bleibt immer noch das Nonplusultra. Und dann natürlich ja, die Digitalisierung, Verwaltungsmodernisierung. Das war auch eines meiner Themen in Berlin. Da haben wir jetzt die Saat gelegt, dass Behörden auch Daten auseinander oder miteinander austauschen können. Der Bürger eben nicht zum 100. Mal das gleiche Formular ausfüllen muss. Das sind, glaube ich, die ganz großen Themen, an die wir uns ranmachen müssen, damit eben Zukunft gelingt. Themen, für die sich Marc Henrichmann in der Fraktion im Bundestag einsetzen will. Für ihre Klimaschutzpläne wurde die CDU stark kritisiert, vor allem nach der jüngsten Flutkatastrophe. Klimaschutz sei wichtig, so Henrichmann, man dürfe aber nichts überstürzen. Dass uns diese Katastrophe noch mal ganz klar ins Stammbuch geschrieben hat, dass wir schneller sein müssen, dass wir mehr tun müssen, ist auch völlig klar. Aber Kopflosigkeit und Pessimismus und Bevormundung ist da der falsche Weg, so mache ich keine Zukunft und so verliere ich auch die Menschen. Damit die Menschen ihn wiederwählen, ist Marc Henrichmann jetzt viel im Kreis Coesfeld unterwegs. Mit der Billerbecker CDU geht es durch die Stadt. Die heiße Phase im Wahlkampf hat begonnen. Denn bis zur Wahl sind es jetzt nur noch 5 Wochen. Und wenn Sie sich einen Überblick verschaffen wollen, dann empfehle ich Ihnen sehr unseren Kandidatinnen-Check. Dabei können Sie ganz einfach per Postleitzahl, Ortsname oder auf der Karte Ihren eigenen Wahlkreis finden und Ihre Direktkandidatin kennenlernen. Das Ganze funktioniert auch über den Namen der PolitikerInnen. Im Moment können